Unglaublich viel Energie schlummert vor unseren Küsten. Im kommenden Jahrzehnt werden in Europa tausende Offshore-Windenergieanlagen entstehen. Sauberer Strom für die Zukunft? Bei der Verankerung durch Schwerkraftfundamente werden bis zu 7000 Tonnen Beton verbaut. Der Meeresboden wird nachhaltig geschädigt. Der Bedarf an riesigen Installationsschiffen ist enorm. So auch bei der Gründung mittels Rammpfahltechnik. Bei der Installation der bis zu 6 Meter dicken Rammpfähle entsteht ein unfassbarer Lärm von über 200 Dezibel, so laut wie bei einer großen Explosion. Das bedroht die Tierwelt und überschreitet den gesetzlich geforderten Grenzwert massiv. Vallourec Mannesmann Tubes hat mit Preon Marine die Lösung. Ein Kopplungselement mit stabiler Gitterstruktur verändert die Installation grundlegend und funktioniert mit allen zukunftsweisenden Tragekonstruktionen. Wie ein Adapter angebracht, bietet Preon Marine mit der innovativen Befestigung durch Verpresspfahltechnik stärkeren Halt als herkömmliche Methoden. Die Pfähle kommen dabei mit einem deutlich schmaleren Durchmesser und einer geringeren Bautiefe aus. Wechsellasten und Auskolkungseffekte werden minimiert. Und die Bodenflora bleibt weitgehend erhalten. Obendrein erzeugt die Preon Marine Bohrtechnik nur eine zulässige Lautstärke von ca. 75 Dezibel. Ein Lärmpegel vergleichbar mit einer normalen Fahrradklingel. Eine aufwendige Bodenuntersuchung entfällt, weil Findlinge und unwegsame Bodenschichten kein Hindernis mehr darstellen. Auch die gesetzlich geforderte 100%ige Rückbaubarkeit der Konstruktion ist garantiert. Preon Marine ermöglicht eine ortsunabhängige Produktion durch das Baukastensystem. Der Materialaufwand ist deutlich geringer und die Installation um ein Vielfaches schneller. Der neueste Spross der Preon-Familie ist patentiert, erfüllt alle behördlichen Anforderungen und erleichtert somit den Genehmigungsprozess. Schnell, stark, sauber. Preon Marine.